Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Weiterhin hier mit Jan. Kuckuck. So, es wird wieder hell, Leute. Wir haben jetzt hier erstmal gerade noch ein neues Narkotikumfeld gebaut. Ja, das muss jetzt hier mal Gas machen, los! Okay, reicht. Yes. Dass wir mehr Narkotikum haben, weil wir haben einfach viel zu viel verrottete Scheiße. Und ich muss mal irgendwann mal so eine doofe Höhle suchen, Jan, wo ich dann so einen blöden Kackbär bekomme. So ein Käferkacker. So ein Käferkacker, wirklich. Ohne Scheiß, Alter. Ach, scheiße, ich muss ganz schnell noch was machen. Holz hast du erstmal noch genug, ne? Oh. Und weil ich muss nämlich hoch zur Ölplattform fliegen. Nicht, dass das Öl... dass die Ölplattform respawnt, Leute. Weil das war früher ein Riesenproblem bei uns. Habe ich aber auch schon tausendmal erklärt. Ist aber auch scheißegal. So. Gucken wir uns hier mal die schöne Arkwelt an. In der Zeit können wir hier unten mal so ein paar Steine abbauen. Hier, Kristalle. Weil wenn ich wiederkomme, könnten die Kristalle nämlich schon wieder da sein. Hihi. Joink. Ja, jetzt darfst du nicht so viel Wasser trinken, wenn man hinten ins Schneegebiet fliegt, Leute, ne? Dann friert ihr mehr, deswegen immer unterwässert sein. Das ist Spaß, Mann. Sonst schreiben gleich wieder Leute rein, du hast nicht alle Waffen am Brennen. Nicht alle Waffen am Brennen, Noob. Ja, kommt. So. Ich mag die Welt so wunderschön, du dai. Weißt du, was gerade scheiße ist? Die Sonne kommt genau durch so einen Schlitz der Jalousie durch. Ja, und steht genau links auf dem Monitor. Man sieht genau, wie staubig der Monitor gerade ist. Ah, können wir mal gerade Pausen machen? Junge, ich muss mal gerade Glasreiniger holen. Das kann ich ja gar nicht, aber Alter. Ekelig. Hast du Sonne in dein Zimmer, Alter? Ja, wir haben heute 30 Grad und wir nehmen wieder Ark auf. Warum haben wir eigentlich nicht eher aufgenommen? Am Sonntag oder so? Oder am Montag? Oder am Samstag? Da war überall kalt. Na, wir müssen immer nur Ark aufnehmen, Leute, wenn es 30 Grad ist, ja? Richtig. Also wenn mal Folgen fehlen, dann wisst ihr, es war bei uns keine 30 Grad und deswegen konnten wir nicht aufnehmen. Ja, das ist unsere Sauna, unser tägliches Saunabetrieb. Wo das gar nicht warm hier drin ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Geht auch. Alles im grünen Bereich. Ja, gegenüber den letzten Wochen ist das sehr angenehm, wenn ich ganz ehrlich bin. Heute ist schon wieder Donnerstag, ne? Die Woche ist schon wieder rum, Alter. Leck mich an die Füße. In anderthalb Wochen muss mein Sohn schon wieder zur Schule. Ja. 6 Wochen die, Ferien rum. Die Sommerferien wieder vorbei. So, was haben wir denn hier Schönes zusammenbekommen? Hä? 100 Öl nur. Hallo, pump mal schneller! Oh, meine! Der langweilig, 100 Öl, Mann. Ab nach Hause. Jetzt komme ich nicht mehr wieder, du blödes Arsch. Ist ja schon echt Frechheit, 100 Öl nur. 100 Öl, ey. Ist ja schon Körperverletzung. Ja, ich fliege aber lieber hin und hab das und hab den Respawn-Zeit zurückgesetzt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie den Bug jemals gefixt haben. Ja. Guck mal, da unten kämpfen welche. Scheiße, ich wollte den Löwen mitnehmen, hat nicht geklappt, schade. Alter, wie viel Adler hier einfach rum... Schwieren, Alter. Es wird Zeit, gleich kommt hier fettes MG aufs Dach, Leute. Aber dann brauchen wir auch Strom da oben. Und das ist so ein No-Go, was wir eigentlich nicht wollten. Aber eigentlich kann man die auch auf den Boden stellen. Die Dinger können ja 90 Grad in der Luft schießen, glaube ich, ne? Ja, glaube ich auch. Wenn der mega Hightech. Geht ja nur darum, dass die Viecher uns wieder auf den Sack gehen.
Das riesen Windrad, da bin ich noch gespannt, wie wir das hinkriegen. So, das habe ich auch. Kannst du das vorstellen? Oh, schon wieder da, Junge. Ein Gedüs. Düs, düs, düs! Zack, zack, zack. Achso, ja, Kabi möchte nicht mit aufnehmen, Leute. So. Haben wir das auch geklärt, weil wir das ja angekündigt hatten, dass der vielleicht dabei ist. Der ist in Monster Hunter World. Wie soll man das sagen? Vertieft. Vertieft, genau. Aber extrem vertieft. Kommt zwar nicht voran, aber ist vertieft. Zementpaste. Öl. Bum, bum, bum. Dahin. Zack, Junge. Zementpaste hier. Öl haben wir, Leute. Wir haben alles, Jungs. Wir haben alles. Alles. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Juhu. So, hat hier mal einer Kacker gemacht? Kacker machen. Jetzt, ich bin hier. Keiner macht Kacker. Der ist auch doof. Oh, es hat einer geschissen. Ich hab's genau gehört. Ah, hier, guck mal. Da, aufhängen. Ah, dafür streiche ich dich auch. Da macht er ein Looping. Hiu. So, dann haben wir den Haufen nämlich hier auch voll. Zack. So, eine Kiste schon mal wieder voll gefarmt. Mäm, mäm, mäm. Mäm, mäm. Willst du irgendwas damit sagen? Spike kommt vielleicht bald wieder. Ui. Was bist du da für ein Vieh? Ich gehe zurück. Was bist du denn für ein Vieh, Alter? Der hat Stacheln hinten auf dem Rücken, ganz viele. Bäh. Ja? Bäh. Ja, das ist aber ein Pflanzenfresser, wenn ich das weiß. Nee. Das Tier haben wir noch nicht. Es gibt nur Fleischfresser. Alles andere ist fake. Manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es wirklich Dinos gab, die waren so riesig wie der Langhals und die waren wirklich nur Pflanzenfresser. So, richtig, richtig niedlich, weißt du, haben nichts gemacht, so. Ja. So unvorstellbar. Anstatt ihre Stärke auszuspielen und die ganze Weltherrschaft so an sich zu rein. Unvorstellbar manchmal einfach so dieser Gedanke, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber machen ja jetzt genug Leute nach, wie Milch ist schlecht und so. Okay. Ne, aber er trinkt Kokosmilch, die von irgendwelchen Kindern oben aus den Bäumen gepflanzt, geerntet werden, ne? Hm, ja. Okay. Leute, ihr müsst immer drüber nachdenken, wenn ihr so welche Produkte zu euch nimmt, wo die Produkte wegkommen. Und wenn man dann ein Produkt davon negativ darstellt, dann sollte man genau überlegen, wo die Kokosmilch vielleicht herkommt. Und was da für eine Arbeitsmoral herrscht. Weil die ist nämlich nie toll. Nicht so prickeln, würde man sagen. Kokosmilch schmeckt geil, Alter. Wow. Auch wie heißt es, wenn du wirklich mit Cornflakes oder so, Alter, das schmeckt wirklich gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann nicht sagen, Milch ist schlecht, wo die Kokosmilch von Kindern gepflückt wird, weißt du? Oder die Kokos von Kindern gepflückt wird, ja. Ja, nie ist klar. So. Na, du kannst hier auf jeden Fall kräftig bauen, Macker. Hallo. Hallo. Sieht gut aus, ne? Wie schnell das einfach geht, Alter. Man hatte gar nichts. Jetzt schon wieder so viel da drin. Na, mal gucken, wo wir noch Stroh reinlegen können, Leute. Muss überall 200 ist immer perfekt.
Aber auch 200. Hier ist nämlich gar kein Strom mehr drin. Dann legen wir schon mal den Rest rein. So. Hier, dein Tiger Level Up. Was soll der... Nur leben. Leben. Der hat ja wenig Leben. Der hat ja weniger Leben wie mein... Wie mein Biberlein, Junge. Junge, rasiert dich immer weg, wenn er will, Junge. Oh, Biberlein hat einen riesen Köttel gelegt. Sehr fein gemacht. Ich brauche noch einen Köttel in der Tasche. Zack, hier, muss den hier voll machen. Hier fehlt nämlich nur noch einer. Nö, ich definiere. Ja, an einer Tür, dann sind wir nämlich damit fertig. Dann ist der nämlich auch voll. Wer steht hier überhaupt noch da? Spricht nicht der Formation. Ja, aber ganz ehrlich, wir brauchen Dünger. Ganz ehrlich, das ist mir egal. Okay, hm? Okay. Dann verhungert doch! Nur Fleisch. Keine kackten Dakobären oder so ein Scheiß. Fleischfresser. Okay. Da reiße meine Gegner in kleine Stückchen. Okay. Ich esse sie auch. Okay. Bartakus. Okay. 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 Ja, okay. 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 Jetzt aber Schluss hier. Okay. Ausgekontert. Okay. Okay. Wir brauchen Wände. Ganz viele Wände brauchen wir. Ganz viele. Okay. Doch nicht so viele halbieren, so ja. Und ja nicht übertreiben, ne? Dann brauchen wir dieses noch, brauchen wir jenes noch. So, zack. Und dann kommt das hier zur Truppe. Ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal die Motorsäge fertig machen. Finde man kriegt zu wenig Holz aus einem Baum. Ja, auch so. Ja, ist höchstens die Hälfte. Und wenn man sich dann hier umguckt, wie viele Bäume ich schon wieder gefällt habe, ja, haben wir gleich kein Holz mehr. Was? Oh, kein Holz mehr. Kein Holz für die Hütte. Hey, warum springst du ab? Hey, warum springst du ab? Weil du gedrückt hast, du Idiot. Richtig. Doink. Zack. Hä? Hallo? Biber? Hallo? Komm aus dem Boden raus. Was ist denn bei dir los? Gerade im Boden versackt. Wie weit will ich auch mal ausruhen? Ja, darf er doch. Oh, Vogel hat Haufen gelegt. Nice. Sehr nice. Kriegt 5 Euro dafür. Von deinem Taschengeld. Ich frisse von mir, Alter. Scheiß auf meinen Rasen rum, geht ja gar nicht. Scheiß auf meinen Rasen rum. Junge, dein Rasen wird sich hier in Deutschland freuen über ein bisschen Scheiße auf seinem Rasen. Junge, hier ist alles. Anstatt gleich mal auf Toilette zu gehen, gehe ich dann kurz nach draußen. Ja. Junge, hier ist alles drüber. Geht da so eine kleine Bahn hin? Ja, der Rasen wird sich wirklich darüber freuen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ist nämlich Dünger. Deswegen stehen meine Nachbarn immer draußen und kacken. Aber das Problem ist einfach, ich möchte dann nicht draußen bei euch im Garten sitzen, wenn die Sonne da drauf knallt. Warum nicht? Ich glaube, das ist doch dann sehr angenehm. Ich glaube, das riecht sehr, sehr schön. Ja, das ist so, wie unsere tollen Nachbarn. Weißt du, hier bei uns ist es eigentlich Pflicht, seine Hundescheiße zu entfernen. Ja, und die lassen ihre Hundescheiße überall liegen. Ja. Oh, geil. Ich find's widerlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Kann man seine Hundescheiße nicht mitnehmen? What the fuck, Alter? Hab ich den übergebölkt, hat er zu mir gesagt, was mein Problem ist. Dann hab ich gesagt, mein Problem ist, wenn ich meine Fenster aufmache, dass dein scheiß Kötergeruch bei mir in der Wohnung ist. Bei dem nimmt er seine Scheiße mit. Hunde Scheiße ist doch geil. Also ich mag Hunde, ohne Ende, Leute. Aber es geht einfach um den Prinzip. Alter, ich kann auch nicht einfach irgendwo hinkacken und meine Scheiße da liegen lassen, Alter. Wo bin ich denn hier? Ekelerregend. Gerade im Sommer, Alter. Im Winter können sie auch kacken, wo sie wollen. Nee, auch nicht. Und dann schneit sie und dann siehst du nicht und dann trittst du rein in die Kacke. Ja, das ist auch, dann sind sie im Tarnmodus. Sind sie im Tarnmodus. Gehen die kleinen Kinder da mit und kriegst aber mal so ein Stück Hundescheiße in die Fresse. Ah, weißt du aber, was wir uns holen müssten, um vielleicht unser verrottetes Fleisch loszuwerden? Hä? Die Skorpione, die essen ja verrottetes Fleisch. Stimmt.
Bei diesem wollen wir das verrottete Fleisch haben. Haben. Für ja, aber Gott. So viel, Jan, meinst du? Junge, Gigantosaurus, der braucht 1000. Ja, mal anschauen, aber der schmeißt das doch einfach dann weg. Das kann ich hier holen und einfach wegschmeißen. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, ich kann dann ja auch mir ein Ding ins holen, ne? Ich wollte jetzt irgendwas machen, jetzt hast du mich total durcheinander gebracht. Du wolltest irgendwas machen. Hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht mehr was. Massa hat jetzt irgendwas. Fliegst einmal in den Kreis, machst einmal ein Looping, hast du was gemacht. Erledigt. Da ist es. Wollte ich gar nicht holen, Kevin. Ich wollte Metall holen, so, und Metall ein bisschen brennen. Ah, ja, du wolltest Metall holen, hast du glaube ich gesagt, ne? Oh, krieg ich so viel gar nicht mit. Mach da hier! Weg. Von da oben, wie ich es vorausgesagt habe. Was denn? Oh, ja. Setz da richtig rum, Junge. Mach keinen Scheiß jetzt hier. Ey, mach keinen Scheiß jetzt hier, ja, Jan? Fuck, ist ja auch nicht das Ding jetzt falsch umzusetzen, nein! Oh, Wasser. Ich. Danke. Als Bauarbeiter versorgt, ich geh jetzt nach Hause. Okay. Oh, richtig rum, nice, okay. Ich bin wieder Profi. Okay. Noch eins davon und zwei für die Ecken, alles klar. Kriege ich. Raus, Leute. Das meine Augen tränen gerade, Hilfe. Wir Medic. Nehmen uns den Link nur noch für Öl und Ölbrennen und der rechte ist dann für Metall. Ich weiß, da ist Elektronikplatten und Polymer. Krokodilliter. So, stellen wir mal ein bisschen Elektronikplatten hier. Willst du elektronische Sachen herstellen? Ja. Vielleicht eine Kettensäge oder so? Ja, ich will doch meine Kettensäge. Deine gerne. Feinde zu zermalmen. Ich würde ja gerne meine Kettensäge wieder reparieren. Aber ich muss gleich noch Obsidianfarm gehen. Das haben wir nämlich jetzt schon mal und jetzt gehen wir gerade ein bisschen Obsidian farmen. Da ist mein Adler. Nennt man Drachenglas. Obsidian. Stimmt, in Game of Thrones haben sie ja zu Drachenglas das war, ja. gesagt. Stimmt, hast recht. Muss ich jetzt gerade erstmal nachdenken, obwohl ich das denn herkenne, das Drachenglas, aber von Game of Thrones natürlich. Game of Thrones. Ob das wohl wirklich früher so war, dass die Leute das gedacht haben, dass das Drachenglas ist? Ja, wenn das so sah. Ich habe absolut keine Ahnung von solchen Geschichten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ne? Also ich interessiere mich schon dafür, aber es muss dann auch gut verfilmt sein. Richtig. Also ich mag zum Beispiel auch mir Reportagen von Julius Caesar oder so anzugucken, aber wenn die scheiße gemacht sind, dann habe ich auch keinen Bock mehr, mir das anzugucken. Das muss schon spannend sein. Richtig. Mein Adler, da. Wir sagen aber erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.